gespannt, ob es hier direkt von der ersten Minute an Feuer gibt. Städt zur Halbzeit und Phoenix Lübeck spielt gerade zu Hause 1:1 gegen auch den ein oder anderen kopfballstarken Spieler, aber Backhaus ist da. Erster Versuch, Moritz Göttl mit einem flachen. Sieht nicht ganz rund aus. Aber jetzt also die erste dicke, dicke. Alle jetzt gesund bleiben. Das ist schon wirklich sehr viel Backhaus. Leichte Unsicherheit. Rassante kann den Ball nicht in die Kontersituation einleiten. Das ist Göttl, immer noch Göttl. Macht ihn nicht. Göttl zu verhindern. Musste er leider mit einer Verletzung bezahlen. Annahme. Macht den Ball noch fest. Yilmaz mit dem Außenrisspass. Aber Göttl im Abseits. Und die wir aber eben gerade von Hildesheim zumindest in dieser Partie etwas mehr gesehen haben. Mit eben Yilmaz oder Aktaş, die da immer wieder Hadi El Saleh auf der linken Seite oder Moritz Göttl natürlich ganz vorne suchen. Wieder Yilmaz. Unsauber da. Und Aktaş. Tolles Ding. Ball noch im Spiel. Und gut geklärt. Hoffnung auf eine torreiche zweite Hälfte. Liebe Fußballfreunde, in wenigen Sekunden starten wir die zweite Halbzeit der Partie, präsentiert von der EFI, der Ländlichen Versorgung in Hildesheim. Jetzt Schluss. Havelse gewinnt mit 3:1 gegen VfB Lübeck. Phoenix Lübeck spielt 2:2. Nächste Woche dann gegen St. Pauli 2. Und jetzt die erste Chance der ersten, zweiten Halbzeit. Göttl. Zeigt da seine Qualität. Nächste Situation also. Für Hildesheim. Der Druck erhöht sich. Und Göttl! Aber auch hier wieder die Abseits-Situation. Gefährliche Situation. Rauskommen wird es aber nicht. Bagdadi jetzt mal auf Göttl. Aber auch der Ball kommt nicht an. Zu unsauber gespielt von beiden Mannschaften. Aufs Tor gezogen und der Ball ist drin. 1:0 für Hildesheim.
nichts. Oder Jakob Löpping muss das gewesen sein. Genau, der Eingewechselte. Jetzt erstmal Göttel macht ihn! 2:0 für Hildesheim. Zu unsauber zu Ende gespielt. Von Werders zweiter Mannschaft. Und jetzt der katastrophale Fehlpass. Und das ist Gitzka und der macht das Ding zum 3:0 für Hildesheim. In dieser Saison. Schön freigespielt da. Wieder Giska. Ball von Sonntag ist aber etwas zu lang. Ändert jetzt auch nichts. Hildesheim gewinnt mit 3:0 gegen SV Werder.